Oma News bei Michelle. Die Schlagersängerin verkündet voller Freude, dass sie ein Enkelkind bekommt. Damit steht nicht nur sie in den Schlagzeilen, sondern kurzerhand auch ihre Tochter Marie Reim. Was hat es mit der Verwirrung auf sich? Schlagersängerin Michelle, 52, darf sich auf ein Enkelkind freuen. Das plauderte sie bei einem ihrer Konzerte aus. Die schönen Neuigkeiten sorgten aber nicht nur für Publicity bei Marie selbst. Allen voran steht nämlich die Frage, welche der drei Töchter ist denn nun schwanger? Die 16-jährige Mia Caroline, die 23-jährige Marie oder die 27-jährige Celine? Macht Marie Reim Sängerin Michelle zur Oma? Die Spekulationen fielen auf Marie. Auch sie ist Sängerin und der Öffentlichkeit dadurch wohl bekannt. Und Marie teilte ungefähr im gleichen Zeitraum, in dem Michelle die Baby-News öffentlich machte, einen Kuschelschnappschuss mit ihrem Freund und Sängerkollegen Tim Peters, 34, der die Fans natürlich aufhorchen ließ. Doch dann meldete sich die Blondine auf Instagram bei ihren FollowerInnen, können wir kurz etwas klarstellen? Mir schreiben jetzt ganz viele, ob ich jetzt schwanger bin. Meine Mama wird Oma, aber nicht, weil ich ein Kind kriege, sondern weil meine große Schwester ein Baby bekommt. Da freue ich mich sehr drauf, denn ich werde Tante, verkündet Marie fröhlich in ihrer Instagram-Story. Gemeint ist ihre große Schwester Celine Oberlohr, die im Gegensatz zu den Sängerinnen der Familie den Weg der Theaterschauspielerei gewählt hat und sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushält. Bleibt abzuwarten, ob in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr Details zu der Schwangerschaft preisgegeben werden. Michelle, 52, verkündete vor wenigen Monaten ihr Karriereende. Das war's für mich, schrieb die Schlagersängerin auf Instagram. Nach emotionalen Worten an ihre Fans offenbart sie den Grund für ihr Karriere aus, das Showbusiness. Es gab zwar ein paar wenige Menschen in meinem Leben, denen ich im Privaten vertrauen konnte, im Beruflichen hingegen war es ein großer Fehler zu vertrauen. Ich war zu naiv und nicht wissend, hatte keinen Anker, keinen Boden und kein Elternhaus, in dem ich lernen konnte, wie man zwischen guten und schlechten Menschen unterscheidet, schreibt die 52-Jährige. Auch der Bruch mit Manager Markus Krampe soll zu ihrem Abschied beigetragen haben. Jetzt äußert sich Michelles Tochter Marie Reim, 23, zu dem Karriereaus ihrer Mama. Marie Reim spricht über das Karriereende ihrer Mutter. Ganz ehrlich, meine Mama ist eine unfassbar tolle Künstlerin. Und auch, wenn sie jetzt aufhört und nichts Neues kommt, ich werde auch in 10 Jahren noch zu Paris und Wer Liebe lebt im Auto singen. Die Musik wird nicht verschwinden, und sie bleibt ja trotzdem auch meine Mama. Deswegen, für mich wird sich da nicht so viel verändern. Für die Leute da draußen bestimmt. Aber wie gesagt, die Musik bleibt da. Und ich glaube, die Menschen werden das einfach, solange es geht, weiter feiern, weiß die 23-jährige Tochter von Michelle und Matthias Reim, 66. Nach ihrem Karriereaus hat Michelle vor, hinter den Kulissen zu arbeiten. Sie möchte vor allem andere Künstler coachen und unterstützen, wie sie gegenüber Bild verrät. They once all